Herzlich willkommen, gute Freunde, Investor und Newcomer. Was geht denn ab, Leute? Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Start in diesen Tag. Hier in Spanien ist es wunderschön und sonnig in den andalusischen Bergen. Ich hoffe, in Deutschland habt ihr auch gutes Wetter. Ich habe gesehen, dass wir auch 35 Grad in Deutschland bekommen werden. Da scheint ja auch eine richtige Hitzewelle rüber zu kommen. Mich freut es, ich liebe Sonne, ich liebe diese Hitze. Wenn ich wieder zurück bin, wird es auch nicht schwer, sich zu akklimatisieren, wenn es in Deutschland auch so warm sein wird. Ich feiere das natürlich, aber es gibt einige, die mögen das gar nicht so sehr. Gut, aber gucken wir uns mal an. Der Kryptomarkt scheint diesem wunderschönen Wetter zu folgen. Alle schreien jetzt auf Twitter auf, vor allem im US-Twitter, dass das jetzt losgeht, dass der neue Bullrun durch die Decke geht. Schauen wir mal. Ich sehe das Ganze noch ein bisschen kritisch, aber wir werden uns gleich ein paar News angucken, auch zu XRP, zu Quant. Ich fand einen Artikel, den ich gefunden habe, wo Matic, wo Chainlink, wo BNB und wo Avalanche erwähnt wird. Warum, das verstehe ich nicht ganz, aber gut, das schauen wir uns gleich an. Ein kleines bisschen auch was zu dem Euro und zu der Wirtschaftslage, die darauf folgen könnte, was sich natürlich dann auch negativ auf die Wirtschaft, auf die Börse, auf den Kryptomarkt ausüben könnte. Aber ja, bevor wir jetzt erstmal zu lange auf diese Thematik eingehen, gucken wir uns einmal den Markt an und von dort aus geht's dann weiter, Leute. So, was hat jetzt Bitcoin hier gemacht? Schaut euch das mal an. Richtig positiv ist, dass wir die eine Milliardener-Marke in der gesamten Marktkapitalisierung geknackt haben. Bitcoins Dominanz ist von 43% auf 41,8% heruntergegangen. Aber das ist jetzt hier richtig positiv, ne? Wenn man sich das anguckt, dann kann man eigentlich nur bullisch gestimmt sein. Ich kann richtig viele verstehen, die jetzt sich angucken und sagen, Bitcoin bei über 22.000, Ethereum bei beinahe 1.500. Das sieht einfach super positiv und bullisch aus. Aber ich werde mich nicht beirren lassen von diesen schönen Zahlen. Wenn wir hier runterscrollen, wir sehen, alles ist im Grün, ne? Matic mit 64% in der Wochenansicht. Avalanche mit 28% in der Wochenansicht. Also es geht hier wirklich, wirklich alles hoch. Alles ist mindestens bei 10%. Hier Ethereum Classic sogar bei 53%. Also es geht alles durch die Decke. Es ist, ich gucke gerade auf die Wochenansicht, ne? Nicht, dass ihr verwirrt seid. Das sieht einfach zu positiv, zu bullisch aus, als dass man hier nicht glauben könnte, dass der Bullrun nicht neu losgeht. Aber ja, noch wird das Ganze unterstrichen davon, dass wir noch nie so eine lange Phase in der gesamten Bitcoin-Historie wie jetzt hatten, wenn es darum geht, dass wir im Extreme 4-Bereich waren. Also wir waren noch nie in einer so langen Zeitperiode im Extreme 4. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sich viele, viele Chart-Analysten sich das angucken und dadurch auch befeuert werden, dass der Bullrun tatsächlich losgeht. Okay, was haben wir noch? Gucken wir uns das mal an. Das fand ich jetzt hier sehr, sehr interessant. Also es geht hier wirklich um Avalanche, um Polygon, um Chainlink, um BNB. Und ich frage mich, ihr habt ja gerade gesehen, dass alles hochgeht. Von Ethereum Classic bis hast du nicht gesehen. Also alles geht wirklich hoch. Und dann finde ich das immer lustig, wenn auf so einem Artikel nur auf vier bestimmte eingegangen werden, also auf vier bestimmte Coins oder Token. Und dann wird das hier irgendwie analysiert und ja, das kann daran liegen oder daran liegen. Hier sind die Resistance-Bereiche, da sind die Support-Bereiche. Was ich dazu sagen kann, ist eigentlich nur Pustekuchen und Firlefanz. Warum? Weil meines Erachtens nach in einer Lage, in der wir uns gerade befinden, alles am Bitcoin hängt. Haben wir gerade Adoption bei all diesen Altcoins, die bei CoinMarketCap im Grün sind? Haben alle auf einmal jetzt grün gesehen, weil alles Anwendung findet? Oder woran liegt das? Woran liegt das? Das sind einfache Pumps und Dumps meines Erachtens nach, die uns emotional treffen sollen, die uns glauben lassen sollen, dass jetzt der Bullrun startet. Bis ich keine richtige Bestätigung sehe in den Charts und bis nicht bestimmte Preisbereiche gebrochen sind, sehe ich da nicht so eine Euphorie, wie die meisten jetzt darauf eingehen. Darum passt auf, ich kann mir gut vorstellen, dass einige Anfänger jetzt da sind, sich jetzt diese vier Coins hier angucken oder Token und dann denken, wow, hey, ja, an die investiere ich jetzt, weil das hier in so einem Artikel drin steht. Versteht mich nicht falsch. Diese vier Coins, die finde ich wundervoll und ich finde, sie sind auch auf jeden Fall ein Investment wert. Nicht einer von diesen vier Coins ist ein Pupu-Coin, aber
Man sollte sich diese Coins jetzt nicht separat angucken und sagen, ja, aufgrund dessen oder dieser Bewegung wird das jetzt hoch oder runter gehen. Nein, es hängt alles am Bitcoin. Okay, diesen Artikel fand ich hier auch sehr interessant. Die EZB riskiert, den Euro langfristig als Weichwährung zu diskreditieren. Ich fand hier einen Artikel bzw. einen Bereich sehr interessant. Seit März hat das Fed das Zielband für die Leitzinsen von 0 bis 0,25% bzw. 0,25, ja, Prozent, sorry, auf 1,5 bis 1,75% erhöht. Nun gibt es Spekulationen, wonach die Zentralbank diese angesichts der sehr hohen Inflation von 9,1% in den USA an ihre Sitzung vom 27. Juli um einen weiteren Prozentpunkt erhöhen könnte. Das fand ich halt richtig interessant. Also Europäische Zentralbank, wollte ich gerade sagen. Also die Federal Reserve hat da schon richtig stark angezogen. Entgegen dessen passiert hier in Europa nicht wirklich viel. Die EZB hat in der Geldpolitik trotz hohen Inflationsraten bisher stillgehalten. Selbst wenn die EZB nachzieht, wird der Endpunkt der Zinsanhebung niedriger liegen als in den USA, weil die Wirtschaft in Europa schwächer und damit das wachstumsneutrale Zinsniveau niedriger ist, sagt Lück. Lück ist hier ein High Executive von BlackRock. Und außerdem könnte starke Zinserhöhungen in Europa die Stabilität der Eurozone in Frage stellen. Ja, woran liegt das? Das liegt daran, dass die EZB den Leitzins jetzt nicht stark anhebt, weil sie südländische Länder wie beispielsweise Italien oder Griechenland davor schützen möchte, einen direkten Kollaps zu erleben. Gucken wir uns mal an. Das fand ich hier auch sehr, sehr interessant. Und bei diesem Artikel geht es darum, dass man analysiert hat, wenn man im Jahr 2000, also im 01.01.2000, monatlich 100 Euro in den Nasdaq 100 investiert hätte. Was wäre heute dabei rausgekommen? Und warum präsentiere ich euch jetzt diesen Artikel? Es gibt viele, viele, die mich fragen, ja, sollen sie jetzt DCA machen? Sollen sie so einen Sparplan einfach monatlich 100 Euro einzahlen? Und ich sage euch immer, ich habe eine andere Strategie. Ich versuche, so tief wie möglich einzukaufen und so hoch wie möglich zu verkaufen. Und das Ganze mindestens in einem Vierjahreszyklus, so wie der Bitcoin-Zyklus halt ist. Aber ist es komplett falsch, wenn man sagt, ich zahle jetzt einfach monatlich Geld ein? Schauen wir uns das mal an, ein Beispiel von dem Nasdaq 100, denn diese Arbeit haben sie uns schon hier abgenommen. Also wenn man in dem Zeitraum von 2000 bis zum 30.06.2022 100 Euro eingezahlt hätte, dann wäre man heute bzw. am 30.06. auf 27.000 Euro gekommen. In der Zwischenzeit haben wir den Dotcom-Bubble gehabt, der geplatzt ist, also die erste Krise. Dann haben wir 2008 die Weltfinanzkrise gehabt. Das wäre der zweite Bubble, der geplatzt ist. Wie viel hätte man jetzt bekommen, wenn man immer monatlich 100 Euro rein investiert hätte? Dann wäre man bei 133.978 Euro. Also man hätte seine Einzahlung in der Zeit verfünffacht. Und das ist schon krass. Einfach nur einzahlen und nichts tun. 100 Euro im Monat und man hätte es verfünffacht, Leute. Besser als es einfach irgendwo liegen zu lassen, ne? Und darum, ich promote das jetzt nicht. Ich hab eine ganz andere Strategie. Wie gesagt, ich präsentiere das jetzt für die, die gerne auf so eine Art und Weise investieren möchten, weil sie sich mit dem Markt nicht auskennen, weil sie sich die Zeit nicht nehmen können, aufgrund dessen, dass sie viel beschäftigt sind. Das ist eventuell auch eine Alternative. Also, es ist besser, als sein Geld einfach irgendwo in einem Sparbuch liegen zu lassen, Leute. Okay, was haben wir noch? Ich fand das hier richtig, richtig interessant und das hat mich wieder mal sehr, sehr bullisch gestimmt, was Quant angeht. Ihr wisst ja, Quant hat in Zusammenarbeit mit dem Kingston College einen Kurs laufen lassen, in dem sie Programmierern und Entwicklern beibringen, wie sie über die Overledger programmieren können, beziehungsweise auf der Quant-Software. Und sie haben jetzt über 1.900 Menschen, steht hier, also People, aber das sind ja Entwickler. Und wir haben jetzt über 1.900 Entwickler mehr, die mehr Adoption auf Quant bringen werden. Und das stimmt mich einfach immer, immer wieder positiv, was Quant angeht. Denn sie machen nicht nur reine, simple Werbung, sondern sie kümmern sich sogar auch aktiv darum, dass Entwickler
sich hier bezüglich fortbilden, ne? Und Entwicklungen bzw. neue Apps, die Apps und mehr Werbung auf die Quant-Blockchain bringen werden. Das stimmt mich einfach immer wieder positiv. Hier eine Ansicht von Washi Gorira, keine Ahnung, ich kenne den jetzt nicht persönlich, aber ich finde das immer wieder interessant. Da werden einfach solche Charts rauskommen. Hier ganz links unten ist der 2013er Bullrun. Ihr seht, wir haben da ein Reset, das sind die zwei blauen Punkte. Und in den rot markierten Bereich war die Kapitulation, das war dann der Bottom. Dann hat die grüne gestrichelte Linie angefangen, die Expansion. Und wir sind auf den 2017er Bullrun Top gegangen. Was haben wir dann gemacht? Wir haben drei Reset-Punkte in Blau hier gehabt, mit der Kapitulation hier in Rot. Eine kleine Rallye, eine kleine Expansion gesehen, wo wir dann auf die 61,8 auf den Golden Ratio hochgegangen sind. Und von dort aus haben wir sogar einen vierfachen Reset gehabt mit einer Kapitulation in Rot. Und nach diesem Punkt kam dann die richtige Expansion, wo wir im 2021er Bullrun waren, wo wir jetzt von diesem Punkt aus zweimal Resets hatten, hier die blauen Punkte. Anscheinend ist die Kapitulation jetzt auch durch seines Erachtens nach und jetzt fängt die Expansion an. Ich weiß nicht, ob es das schon war, ob man das jetzt einfach so sehen kann, weil das in der Vergangenheit so war. Wir haben auch immer unterschiedliche Resets gehabt, wie er hier schon zeigt. Beim 2013 haben wir es zweimal gehabt, beim 2017er dreimal, dann mittendrin, wo wir die kurze Rallye hatten, sogar viermal, jetzt wieder nur zweimal. Ich weiß nicht, ob man das jetzt einfach so deuten kann und sagen kann, ja, das war's jetzt. Finde ich sehr, sehr kritisch immer solche Sachen. Was ich aber überhaupt nicht kritisch finde, ist, dass die Taco Stand Wallet von Jeb McCaleb ist beinahe leer. Er hat nur noch 39,99, also ungefähr 40 XRPs über. Endlich hat das Grauen ein Ende. Er kann einfach nicht mehr einen höheren Verkaufsdruck auf XRP produzieren. Das war's jetzt. Ganze 8 Jahre hat er gebraucht, um die 9 Milliarden XRPs loszuwerden, Leute. Und das ist einfach mal schön zu sehen und lässt uns auch mal aufatmen. Wollen wir mal sehen, wie es aus dieser Richtung weitergeht. Vor allem dieses extrem starke Volumen, was wir letztens gesehen haben. Es gibt viele, viele Spekulationen. Ich bin jemand, der auch eher darauf spekuliert, dass das irgendwelche Tests waren, dass irgendwelche Giganten angefangen haben, XRP zu testen. War das ein Test für den Liquidity Hub oder nicht? Und kurzfristig, ich weiß jetzt nicht, wer diese Metrik präsentiert hat, aber durch diesen Test ist kurzfristig beziehungsweise für diese Transaktion, die da getätigt worden ist. Für diese einzelnen Transaktionen, die da getätigt worden sind, oder mehrere Transaktionen, vielleicht war das nur ein XRP, der jedes Mal transferiert worden ist, also beziehungsweise was heißt ein XRP, also die gleichen XRPs. Aber für die diesen Transfer durchgeführt haben, hätte ein XRP-Preis von 14 Dollar gelten müssen. Mal sehen, ist das jetzt eine Projektion für den XRP-Preis, den wir bald schon sehen könnten, in naher Zukunft? Das weiß ich nicht, aber mehr als abwarten können wir sowieso nicht. Gucken wir uns mal an, was die Charts uns hier zeigen. Upsala. Gehen wir mal einmal da drauf. Und das ist jetzt das, warum ich jetzt nicht so einen bullischen Eindruck habe, was Bitcoin angeht. Aber jetzt sind wir gerade bei Ethereum. Bleiben wir auch mal hierbei. Wie wir hier sehen können, haben wir die 78,6er Marke nach oben geknackt. Wir haben den letzten 2017er bzw. Bullrun Top durchbrochen und sind jetzt auf dem Weg auf die 1700er Marke. Das ist die weiße Linie, die ihr da seht. Und ich finde, dort wird die nächste Resistance sein. Was heißt, ich finde? Ich glaube, dort wird die nächste Resistance sein, wenn die Rallye weiter hochgehen sollte. Wenn wir die tatsächlich durchbrechen und uns längerfristig oben halten und Bitcoin auch weiter hochgeht auf die 28.000er Bereiche, die durchbricht und sich dort auch weiterhin oben hält, dann kann ich auch nicht anders, als das Ganze bullisch zu sehen. Gucken wir uns mal an, was Bitcoin hier macht. Aber noch sind wir in diesem orangenen Balken drin, wie ihr sehen könnt. Und solange wir dort drin sind, bin ich noch nicht so bullisch eingestellt. Wir müssen hier in diesem Bereich über diesen orangenen Balken rüber. Solange wir uns noch hier in dieser Range befinden, bin ich nicht so positiv eingestellt wie alle anderen auf dem Markt. Und dieser rote Balken da oben, den ich hier reingemalt habe, der ist ungefähr bei der 28.000er Marke. Wenn wir es schaffen, den zu brechen und uns längerfristig darüber zu halten und Ethereum auch über die 17.000er Marke
drüber bleibt, dann kann das wirklich ein positiver Faktor sein, der uns Richtung Bullmarkt stimmt. Aber gut, gucken wir uns mal an, was die Börse macht. Die Börse ist gut nach oben gegangen in Japan und China auch. Schaut euch das mal an. Wir haben hier grün zu verzeichnen. Wir haben hier auch beim Nikkei schönes Grünes hier zu sehen. Schaut euch das mal an. Also es geht hier schön Richtung aufwärts. Der DAX hat endlich auch mal einen Aufschwung gesehen. Er hat so einen richtig, richtig schönen Sprung nach oben gemacht. Guckt euch das an. Im Vergleich zu gestern haben wir hier einen angenehmen Sprung nach oben gemacht. Woran kann das liegen? Das kann natürlich daran liegen, dass der US-Dollar-Index gut eingeknickt ist. Wir haben endlich einen Einsacker beim US-Dollar-Index, wie ihr sehen könnt. Und das stimmt mich positiv. Das ist auch wahrscheinlich der Grund dafür, dass die Märkte ein bisschen nach oben gehen. Wir müssen die Augen aufhalten und darauf achten. Wie gesagt, bald haben wir die nächste Fed-Sitzung und dort wird wahrscheinlich nochmal bestimmt. Es wird spekuliert, dass wir um einen ganzen Prozentpunkt wieder nach oben gehen werden. Wenn die EZB dann natürlich nicht gut nachzieht, dann wird das wieder düster aussehen. Dann wird der US-Dollar wieder hochgehen und wir haben diesen ganzen Salat schon wieder und müssen wieder bangen. Aber erstmal abwarten. Ich bin mir bei Bitcoin erst sicher, wenn wir diesen Bereich hier durchbrechen. Ich will, dass wir diesen orangenen Bereich da durchbrechen. Solange wir hier diesen orangenen Viereck nicht nach oben durchbrochen haben oder nach unten, bin ich immer noch extrem neutral eingestellt. In diesem Sinne, Leute, wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag und Crypto Heroes out.